bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Finish him. Abreise. Neues York? Vor 2 Jahren. Bam, bam. Jaden ist da. Hallo, Jaden. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Das mache ich jedes Mal, wenn ich live war, sage ich mir das. Zelda! Hallo! Ah, die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Was für Pillen sind das, die schon wirken, während er sie noch im Mund hat? Ich gehe nur kurz kacken. Der Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Eine neue Nachricht. Al, schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Okay. Sieh dir die Show an. Okay, mach ich. Ich schau erstmal, ob hier irgendwas liegt. Thermoskanne Kaffee liegt hier doch bestimmt irgendwo. Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Danke, Roffel! Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestsellerautor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Stop. Das ist ja ein echter Mensch. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Hallo, Sophie. Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Ja, nee, noch nicht ganz. Bisschen dauert es noch, bis ich erholt bin. Also angesichts der Verkaufszahlen den 2 Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen. Angie! Hey! Es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, ich bin traumatisiert. Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Ganz schrecklich. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft gelacht. Zwangspause, ja, die habe ich ja heute. Sie hatten sich mit einem Paparazzo gekippt. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht gut. Ja, Baby! Ich würde dich gern mal vernaschen! Du bist scheiße! Ich hab ein paar Bücher geschrieben.
erster Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen... Ausschalten. Alan Wake. Fertig. Geh mal. Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? Wo ist sie? Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Muffel. Willst du eine Aspirin? Ach hier. Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Leg dich wieder hin, Alan. Wann ist die heimgekommen? Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Danke fürs Folgen, Salo. Sie ist außer Kontrolle. Oh, Liebling. Ich bin gar nicht concentrated. Du bist fast um, oder? Bin voll da. Ist wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett. Ja, ja, ins Bett ist immer schön. Ja. Mit dir. Wenn das vorbei ist, ein Furz-Sticker von der Patricia ist eingegangen. Ich habe überlegt, ob ich die Sticker auf 25... Ah, das geht nicht. Das ist eine Auswahl. Das ist das Billigste, glaube ich schon. Man kann sie leider nicht billiger machen. Bright Falls heute. So, jetzt, wir gehen hier Richtung Finale, Leute. Es ist das letzte Kapitel. Ich musste zum Cauldron Lake zurück. Es gibt keinen zweiten Teil. Es ist immer noch der erste. Das ist jetzt das Ende vom ersten Teil. Ich hoffe, ich schaff's heute und dann mal gucken, was ich danach spiele. Ich habe mir jetzt die Tomb Raider-Reihe runtergeladen. Vorhin. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Hä, hey, muss sie doch nicht gleich bedrohen. Schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Hä, was für ein Aufwand. Oh, er weint, der dicke Barry weint. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Hä, das Spiel ist doch nicht Katastrophe, Angie. Was ist los mit dir? Das Spiel ist gut. Angie ist einfach behindert, was Spiele angeht. Die kennt halt nur Resident Evil. Das ist das Einzige, was sie kennt. Hör nicht auf die Angie. Bei der Angie kannst du nur mit Resident Evil punkten. Das ist alles. Das sind die einzigen beiden Spiele, die sie mir immer empfiehlt. Resident Evil. Allein im 7 und 8. Umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens vieles. Nein, darfst du nicht. Deine Meinung ist, alles zu mögen, was ich hier präsentiere. Eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Ja, gib's mir gleich. Gib's mir gleich. Oh, gleich. Von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ich könnte ja auch nochmal ein Remake spielen von Resi. Resi, Resi, holdi, waldi, baldi, bum. So, jetzt fahre ich hier einfach mal gechillt Auto. Ich muss halt die Dinge auch zu Ende bringen, die ich angefangen habe. Auch wenn manche Spiele nicht immer so interessant sind. Da muss die Angie halt durch. Angie, alles ist erträglich mit einer gewissen Flasche Wein nebendran. Nimmst du noch Antibiotika oder darfst du wieder saufen? Die Frauen, den Frauen ist es doch egal, was ich spiele. Die wollen doch nur mein Gesicht sehen. Nur deswegen sind die hier. So, was ist hier los? Die Gegenwart immer näher. Jetzt muss ich laufen, oder was? Du willst mich doch verarschen.
Ich werde ihre Frau töten. Warum? Meine Frau hat halt einfach gar nichts gemacht. Oh, ausweichen, extrem. Au. Au. I kill him. Into your asshole. Ach, Sophie, du lügst, wie du lügst einfach. Weißt du, du kannst dich nicht selber belügen. Weißt du, ich weiß, ihr sucht Ausreden, die euch irgendwie noch in der Realität halten, dass ihr mir noch nicht verfallen seid. Aber das funktioniert nicht. Ihr seid schon geil auf mich, allesamt. Selbst Windton steht auf mich, der jetzt gerade gekommen ist. Hallo. Es ist einfach so. Ich glaub da ganz fest dran. Das ist der Grund, warum ich vormittags überhaupt noch aufstehe. Weil ich weiß, es gibt so Irre da draußen, oh, die voll geil auf mich sind. Stirb! Kann ich da außen rumfahren? Ich traue der Situation hier gerade nicht. Macht, was immer ein Spider-Schwein Trixi, macht. Du gehörst auch dazu. Von einem Netz kann es nicht. Es ist ein Schwein. Pass auf, es ist ein Spider-Schwein. Je mehr du dich dagegen wehrst, desto schlimmer wirst du in meinen Sog gezogen. Das ist einfach so. Da kannst du nicht entkommen. Trixi, wehr dich nicht dagegen. Sei Teil. Hey, FBI. Da hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Trixi wehrt sich gegen das Unvermeidliche. Achten Sie auf sich und Ihre. Ich hätte es geglaubt. Schakalaka! Warum ist eigentlich das Auto da so im Weg? Das ist doch scheiße. Patty und Simmy nichts. Die sind jetzt gerade einfach noch nicht da. Also Simmy hat irgendwie Besseres zu tun, als mein Gesicht anzuschauen. Aber Patty ist eigentlich immer da. Muss nur ein bisschen warten. Die kommt bestimmt jetzt dann noch. Kann mir nicht vorstellen, dass die nicht kommen, weil die Patty ist die einzige, die meinen Wahn noch zurückhält. Da ist sie. Stimmt, die ist ja da. Stimmt, ich habe ja vorhin den Joghurt-Sound gehört. Patricia. La 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 Patricia. Kann ich da rüber hupfen? Hupfen. Wer war das? Wen triggert das Wort hupfen immer? Die Angie, oder? Angie. Hupfen. Ich hupf da drüber. Schau, wie ich gehupft bin, Angie. Hupf, hupf. Ah! What the fuck? Da fliegt ein scheiß Traktor! Ah! Ich hau hier wieder ab hier. Das ist mir viel zu gefährlich. Oh, ich glaube, hier geht's nicht durch. Schön, wie ich hier einfach Menschen überfahren darf. Wo ist der fliegende Traktor hin? Oh. Autsch! Ah, mein Auto raucht!
Ich glaube, ich muss da durch. Jaden schaut meine Streams gerne. Siehst du, der Jaden, der mag mich. Ja, Angie, ja, ja. Auch Jungs und Männer mögen mich. Ich bin einfach ein Allround-Liebling. Ja, ja, manche von denen würden auch mit mir schlafen. Ah, Hilfe! Übertreib halt. Kaputt. Oh, was gibt's denn Leckeres? Siehste, Finn schaut mich auch gerne. Finn hat nahezu seine halbe Pubertät bei mir verbracht. Au! Ficker! Blödes Fass, ich zerstöre dich, du Fass! Da hinten ist irgendwas mit Hörnern. Daddy! Oh ja, nenn mich Daddy. Nudeln und... Oh, Hackfleischsoße. Oh, ich liebe Hackfleisch. Nom, 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 nom. Sag mal! An den Poltergeistern vorbeikämpfen. Ach, so nennen die das. Au! Fuck it! Stirb, du Ele... Aua! Aua! Ich bin einfach tot. Hallo, Annika. Ich wurde einfach... beschossen. Von Gegenständen. Ich wette, ich kann hier auch irgendwie einfach durchlaufen. Lauf doch, du Spacken! Au. Aua. Was ist das für ein Scheißdreckshaufen? Blödsinn, was ich hier machen muss. Völliger Blödsinn. Warten, bis sich meine Batterie aufgeladen hat. Ich erinnere mich an den Kühlschrank. Der wollte mich vorhin schon töten. Oh oh. Wenn ich, das kannst keinem erzählen, dass du hier gegen Kühlschränke und Traktoren kämpfst, die dich angreifen.
Haha, kaputt. Kühlschrank, Mann! Ins Busen-Business. Ja, jetzt auch noch ein scheiß Bagger. Digga. Und ich komme hier nicht mehr weg, oder? Oh, du bist doch echt. Ich freue mich auch. Hallo, Lisa. Ich habe halt einen scheiß Bagger als Feind. Da ist jetzt ein Auto. Und dieses Auto bringt mich jetzt weiter. Richtung See. Und so geht es jetzt, bis wir diesen Tornado erreichen, so viel ich weiß. Brumm, Papa, brumm, Bob. Ah, falsche Rie- Ah, da fliegen Äxte rum. Er lebt noch! Hilfe, er lebt ja noch! Fahr! Auto, fahr! Auto, fahr doch! Auto, du Hurensohn! Ich will jetzt nicht zu Fuß laufen, das ist voll weit! Hi. Hinter mir ist jemand. Oh, aua, das hat ja viel gebracht, das Ausweichen. Einig frunst ins Hirn. So, wie viel sind das? Zwei, okay. Ich glaube, hier sollte ich eigentlich mit dem Auto fahren. Ah, das ist so ein Turbo, so ein Sonic. Haha. Meinst du, dass ich es dann wieder habe? Ich weiß es nicht genau. Hallo, Kati. Meine Mama hat mir mittlerweile wieder erlaubt, mit dir zu reden. Ich sollte hier, glaube ich, einfach mit dem Auto fahren. Aber ich, Idiot, ich habe mein Auto einfach... Also so ein Ersatzauto wäre cool. Hier, das ist ein Ersatzauto. Ja. Geht doch. Danke, Spiel. Zwar das allerselbe wie hinten, aber egal. Speedlimit 50. Warum wackelt denn das hier so? Da fliegt was auf mich zu. Da fliegt was auf mich zu. Ah!
Samma! Komm ich da mit dem Auto durch? Nein, ich komme hier nicht durch, Scheiße. Ich will nicht laufen. Laufen ist so gay. Ja. Bin halb Harry, bin halb Peter. Komm nicht näher, sonst fress ich dich. Peter, lass den Quatsch, das nervt langsam. Was bringt mir das, wenn ich jetzt da wechsle? Ist die Pumpgun besser? Ich weiß es irgendwie nicht so genau. Aber wenn ich hier schon wieder eine Pumpgun bekomme, dann passiert hier gleich wieder mächtig Bum Bum! Bum Bum! Oh. Profil, gehst du heute auch noch live oder schaust du mir heute den ganzen Abend zu? Wieso sind eigentlich bei 400 Followern immer nur so 15 bis 20 Leute da? Das verstehe ich nicht. Was macht eigentlich der Rest? Das habe ich noch nicht so ganz begriffen bei Twitch, ehrlich gesagt. Ist aber stark dunkel jetzt gerade hier. Hilfe! Dich nicht schauen. Ach! Clever, Kati, clever! Darauf zwirbel ich dir ein. Ja, ich mach dich dann auch auf. Kann mal einer die anderen 390 Leute anrufen und fragen, was sie so machen? Wusch, Alter, wusch. Eine pumpt ins Gesicht. Die können mir auch besoffen zuschauen. Ich bin auch oft besoffen. Wenn der Winter und wieder so einen Tag hat, wo er mir auf einmal Sub schenkt, bin ich auch besoffen. Ansonsten bin ich hier. Oh, ich schmeck so innerlich nach Döner. Das ist unfassbar. Ich habe heute seit, glaube ich, 2 Monaten das erste Mal wieder einen Döner gegessen. Ah, aua! Aua! Bumm. Wir kämpfen hier gegen die Dunkelheit. Das bedeutet, diese Viecher sind von der Dunkelheit besessen und die kann man halt nur mit Licht besiegen. Irgendwie so. Au. Au, au! Das Zielen ist in diesem Spiel so dämlich. Ja, Baby! Ich würde dich gern mal vernaschen. Du bist scheiße! Nachladen, Spast. Da. Wo kommen die denn alle her? Boah, den habe ich gefickt, während ich ihn gedrosselt habe. Ah, ah. Alter! Digga, lad halt nach.
Er muss jede einzelne Patrone immer einzeln reinlegen. Das ist ganz wichtig für seinen Seelenfrieden. Spasmonat. Ist immer noch nicht vorbei, glaube ich. Ist immer noch so komisch verschwommen hier. So, jetzt nimmst du hier die Munition mit. Sagst Danke. Und jetzt gehen wir weiter. Was liegt hier? Das war nice. Das war nice. Daniel, danke fürs Folgen. Ja, mir geht langsam auch. Also ich habe mir jetzt tatsächlich Tomb Raider runtergeladen. Weil Alan Wake ist ja jetzt dann durch und ich weiß nicht, was ich spielen soll. Weil Life is Strange kam ja nicht so gut an. Deswegen dachte ich mir, ich lade mir mal die Tomb Raider-Reihe runter. Vielleicht kommt das besser an. Gegenstandslimit erreicht. So, jetzt dürfen wir wieder Auto fahren. Zufällig steht hier Sheriffs Karre rum. Brumm, baba, brumm, bab. I wanna be the best like no one ever was. Da oben war eine Manuskriptseite, die lasse ich jetzt liegen, weil ich keine Lust habe, dahin zu laufen. Hab ich schon. Ach so. Stimmt, du folgst mir seit Little Nightmares. Echt? Schon so lange? Little Nightmares ist ja schon eine ganze Weile her, als ich das gespielt habe. Ja, so viel Next-Gen an guten Spielen gibt's halt auch noch nicht. Tatsächlich. Irgendwie ist die Spieleproduktion bei PS5 ziemlich in Stocken geraten. Ganz viel Japan-Kack, die du aber brauchst ja gar nicht spielen, weil... Weich halt dann einfach ordentlich aus, du Idiot! Er kann nicht mit der Taschenlampe leuchten und ausweichen, das kann der einfach nicht. Mann, ich wollte doch nur die Kiste haben. Oh, Leuchtpistole ist sehr gut. Die Kiste war tatsächlich richtig gut. Es ist alles in Development, das ist ja das Nervige. Alles nur in Entwicklung, das dauert alles so ewig. Das ist richtig anstrengend. Irgendwie. Das war gut, das war gut. Gut, gut, gut. Jagdgewehr. Nimm halt! 8 Schuss Jagdgewehr? Nee, da behalte ich lieber die Pump. Das Problem ist, meine Community macht mir auch keine ordentlichen Vorschläge. Der eine sagt dauernd Phasmo. Der Rest sagt irgendwelche Horrorspiele, die nach 1-2 Stunden durchgespielt sind. Aber das füllt ja keinen ganzen Abend. Das ist immer mein Problem. Ein paar wollten Tomb Raider, deswegen habe ich jetzt Tomb Raider geholt. Und weil ich selber nochmal durchspielen wollte, die Reihe. Muss aber auch nicht sofort sein, also das... Weiß es selber nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja, das sowieso, aber ein bisschen Rücksicht würde ich ja auf euch schon auch nehmen. So ist es ja nicht. Außerdem habe ich gesagt, du, Angie, guckst, was ich spiele. Nur du. Der Rest darf das frei entscheiden. Oh, ich muss überall in den LKW hupfen. Was für eine krasse Actionsequenz.
Lenk halt, du blöde Karre! Fahrphysik haben sie in diesem Spiel einfach nicht gelernt. Das ist, also so fährt kein Auto. So, es ist hier, sieht aus, als wäre hier eine Bosskampfarena. Ich spiele, Windhund, keine Angst, ich spiele schon weiter. Wie gesagt, ich bringe das schon zu Ende. Ich weiß jetzt bloß noch nicht wann. Klopf, klopf, klopf. Wieso ist hier Licht? Es ist immer schlecht, hier passiert gleich irgendwas ganz Blödes. Ich fahre in Real Life gar nicht. Ich lasse mich fahren, weil ich bin reich. Ich lasse mich fahren, into the bus. Das Spiel heißt Alan Wake, André. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hä, was aktiviert sich da jetzt? Ach so. Jetzt kommen Gegner. Wetten? Ganz viele Wetten? Tomb Raider ist auch okay. Ich weiß nicht, ob du mithalten könntest mit mir mit Kakarot. Ich lebe dieses Spiel, weil ich liebe Dragon Ball. Ich habe das ja mal Let's Played. Und da gehe ich schon mit. Also ich bin ein Super Saiyajin. Das ist einfach so. Alter! Hä? War auch gar nicht so schlecht jetzt hier der Move. Es gab tatsächlich auch mal ein Dragon Ball, das man im Coop spielen konnte auf Super Nintendo oder so. Das war geil. Oder war es PlayStation 1? Ich weiß es nicht mehr. Das war mega lustig. Au! So, fertig oder was jetzt hier? Mann, bin Schriftsteller, komm mir nicht blöd. Ich ficke sie. Ja, ich, Tenkaichi 4 kommt raus, nicht Budokai. Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3. Das geilste Spiel, das je existiert hat. Ich war so gut in dem Spiel. Wäre es ein Online-Modus gewesen, wäre ich wahrscheinlich in Meisterschaften dabei gewesen. Ich war so gut da drin. Wenn ich wüsste, dass die Leute hier mehr Dragon Ball sehen wollen würde, würde ich auch mehr Dragon Ball spielen. Kakarot steht auf meiner Liste. Habe ich zwar schon Let's Played, aber kam ja jetzt auch das Bardock-DLC. Ich weiß bloß nicht, wie das geht, dass wenn ich es hier auf PS5 da habe, auf PS4, wie ich es dann auf das PS5 upgrade. Passiert das von alleine? Wenn ich es auf Disc habe oder muss ich da irgendwas tun? Das ist eigentlich meine Frage. Ich habe Kakarot habe ich auf Platin durchgespielt. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat.
Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Noch dazu, auf Level 270 bringen, ist ja nach dem ersten Battle of God DLC war ja kein Problem mehr. Also mit dem Training mit Wiz, da auf 270 hochkommen war ja easy, das heißt ja nix. Wenn du es vorher geschafft hast, dann Respekt, dann hast du echt Zeit investiert. Seltsam, dass hier schon wieder Munition liegt. Wie weit schiebt er den Wagen so? Naja. Kann man mal getrost 5 Meter weiter schieben, als man eigentlich muss. Ich bin der Alan Wake. Ich habe viele, viele starke... Oh nee, Lampen heißt Gegner. Oh, Waffen heißt Gegner. Oh, Gegner heißt Gegner. Na, kommt schon her. Ein leeres Hütchen. Da ist was drin. Es. Ich werde sie dir niemals geben. Wen denn? Oh. Oh. Man kann es halt auch echt übertreiben. Feinde sehen alle gleich aus, fällt mir gerade auf. Oh oh. Das ist so ein Kettensägen-Typ. Fett die Sau! Na also. Ich warte ja immer noch, dass sie einen Dragon Ball Version davon rausbringen, also als er Kind war. Und eine Dragon Ball Super Version von Kakarot. Und dann sollen sie noch die Broly Filme, sollen sie noch als DLC machen. Und, Turles fehlt ja auch noch. Also Potenzial ist da schon noch. So ist es nicht. An Inhalt. Mein Dragon Ball ist ja riesig mittlerweile. Ich bin Mats Hummels. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, ich sehe auf jeden Fall... Oh, oh. Ah, Scheißdreck! Nice. Au. Danke für den Sound. Ah, das hat gut getan, kurz. Aua, Mann, diese scheiß fliegenden Äxte! Fick dich! Ah! Scheißspiel! Für was habe ich eigentlich diesen Scheinwerfer da?